Meine Brüder, herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Das wird aber kein normales Let's Play Skyrim, sondern wir starten einen alternativen Start. Weil das normale Spiel haben wir wahrscheinlich schon x-mal gespielt und es kennt auch jeder. Ich habe noch ein paar kleine zusätzliche Mods installiert, die das Spiel nicht groß verändern, es einfach ein bisschen verschönern und vereinfachen. Zum Beispiel, dass wir eine größere, also eine bessere Tasche haben, die ein bisschen größer ist, ein bisschen übersichtlicher und so ein paar Kleinigkeiten. Ah, diese geile Musik wieder. Da kommen so richtig die Gene in mir raus. Ha! Sehr gut. Legen wir los. Und damit beginnt die Reise ins Skyrim-Reich. Perfekt. Wir spielen natürlich meinem Bruder. Der sieht nicht. Also es gibt hier viele Rassen, aber die einzig wahre Rasse sind die Nord. Die spielen wir natürlich. Er sieht perfekt gleich aus wie ich. Ja. Da bleiben wir hier natürlich schon ziemlich nah dran. Gewicht muss natürlich schön kräftig sein. Gesichtsfarbe. Ich bin auch keine 60. Schön knackig. Schmutz, wir haben ein bisschen Schmutz im Gesicht von der harten Arbeit und weil wir viel machen und so. Narbe, wir haben eine kleine Narbe. Also mein Bruder hat eine kleine Narbe, sagen wir mal so. Die Nasenart. Er sieht mir sehr ähnlich. Das muss man dazu sagen. Er sieht mir sehr ähnlich. Aber er hat sehr... Also jetzt hat er die Backen voll hier, aber... Er hat schon recht breiten Kiefer, weil er ist ein ziemliches Monster, sag ich mal so. Also mit dem sollte man sich auch nicht anlegen, aber unbedingt. So, da passt alles hier. Augenbrauen. Ja, schon in Ordnung so. Mund. Wir haben natürlich ziemlich gut durchblutete Lippen in der Familie, weil wir so viel küssen können. Also gut küssen können, damit die schön durchblutet sind. Und von der Haarlänge, mein Bruder hat natürlich genauso lange Haare wie ich. Es ist ja natürlich vollkommen klar. Das sieht da ziemlich gut aus hier schon. Ein bisschen mehr Bart muss natürlich sein, also. Sehr schön. Das ist jetzt hier so ein Bart, den ich habe. So ungefähr. Würde ich jetzt mal sagen, spontan. Ja, das kommt gut. Aber mein Bruder, wäre nicht mein Bruder, wenn er nicht den krassesten Bart überhaupt hat. Und zwar den hier. Das ist nämlich der Olaf-Bart. Und es liegt natürlich in der Familie. Wir sind alle ziemlich hell und blond. Fertig. Also, er heißt nicht Lady, sondern er heißt Olaf. Olaf ist bereit. Olaf ist bereit. So, wir sind hier in einem Verlies. Wir wissen gar nicht, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier nur unsere Statue. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir starten sollen. Wir starten natürlich in einer Herberge, in einer Taverne eher gesagt. Schon leicht angetrunken. Wir sind natürlich so Söldner, wir streifen durch die Gegend, erfüllen ehrenvolle Taten und starten. Which inn are you a patron of? Starten in Dead Man's Drink. Das klingt extrem gut. Even the lowest among us can rise to greatness. Let's go. Prost. Jetzt müssen wir noch einmal schlafen. Und damit beginnt die Reise. Kommt doch herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch. Ich habe gerade geschlafen. Es ist. Wie spät haben wir? Ich kann in diesem Bett nicht schlafen. Okay. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Das ist so schön. Gib mir mal ein Trinken. Willkommen im Todmannstrunk.
Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ich hab Durst auf Met. Bier geht auch. Wenn ihr interessanten Tratschen... So, weiter singen. Ich will mein Met saufen. Essen. Bier, perfekt. So, direkt alles reingezogen. Der Königsmörder soll zittern und beben. What the fuck? Den Frevelsheit Ulfric mit seinem Leben. Das klingt so schön, finde ich. Ich fühle mich so richtig wir wohl. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entführer so in Garde der Gang. Geil. Ich fühle mich so richtig wohl. Ich könnte das ganze Met hier wegsaufen. Unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Und das ist ein Sturmmantel, Freund. Also die Fremden mit Schwertern vertreiben. Das ist sehr gut von dir, mein Freund. Ich habe nur mein Methorn. Ich kann leider gar nichts spielen. Ich könnte nur trommeln oder sowas. Oder hier. Ein bisschen hier Methorn blasen und so. Sehr, sehr schön. Also, wir sind hier mitten in irgendwo, ich weiß auch gar nicht genau. Lol. Was war das denn? Ich weiß auch gar nicht genau, wo wir hier sind. Ich weiß nur, dass wir hier ordentlich einen gesoffen haben und jetzt wieder ziemlich besoffen sind. Oh ne, ne? Mit der Flöte hier. Ich hätte gegen ein paar sonnige Tage ab und zu nichts einzuwenden. So. Oh, schade. Ich wollte ihn auf den Kopf setzen. Dann gehen wir mal in die große, weite Welt und gucken einfach mal, ja, was der Tag so bringt. Ich bin halt ein Streuner. Ich bin ein Streuner und bleibe es auch. Bis zum letzten Lebenshauch. Und wenn ich einmal ende, dann bin ich längst Legende. Oh Gott, ist das nebelig hier. Heiland Donner. Nari, wo sind wir hier? Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Oh, das kann ich nur zurückgeben. Alles klar. Also. Wir sind hier. Falkenring. Am südlichen Zipfel von Skyrim. Quasi im Süden, in der warmen Gegend. Hier ist es auch schon leicht nebelig. Wir haben es wahrscheinlich morgen in der Früh. Und wir haben keine... Ja, wir haben keinen Plan, was wir heute so machen. Ich laufe einfach in diese wahnsinnig schöne Welt. Und schau mal, was wir so dabei haben. Wir haben Edelsteine, haben wir wahrscheinlich eh geklaut. Gegrillte Hühnerbrust, die habe ich jetzt gerade gegessen. Einen Hut haben wir auf, eine kleine Axt. Wieso fallen lassen? Wir haben... Sogar ein Ring dabei? Das ist natürlich super, den ziehen wir auch direkt an. Noch mehr Ringe. Süßkuchen. Also einfach ein bisschen was zu fressen. Und natürlich eine Axt. Ihr solltet keine Waffen herumliegen lassen. Es könnte jemand verletzt werden. Und wenn ihr das noch einmal macht, werdet ihr das selbst sein. Nicht so frech hier. Ausgedrückt? Nicht so frech. Okay, ich will jetzt keinen Stress. Sorgt dafür, dass dies nicht noch einmal passiert. Alter, der ist so frech. Den würde ich jetzt... Zack! Mit mir redet man nämlich nicht so, weil ich bin Olaf! So, aber ich will das Spiel nicht direkt hier gleich wieder im nächsten Gefängnis starten. Weil hier sind die Gefängnisse echt nicht schön. Echt ziemlich nass, kalt und feucht und ekelhaft. Wow, die Leute sind schon ziemlich gut am Schuften. Kann ich dir helfen? Stahl ist gut. Loyalität. Oh, ich soll ein Eisendoch herstellen. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder... Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Da bräuchte ich... Ja, da bräuchte ich natürlich... Eisen jetzt. Eisenerz für und so Zeugs. Da habe ich natürlich jetzt keine Lust zu. Oh, Schießstand. Mann, das ist saunebelig hier. Man sollte hier nicht in die Wälder rausgehen, wenn man sich hier nicht auskennt bei dem Nebel. Hier kann man sich echt schnell verlaufen. Dieser wunderschön... Wunderschön... Wirklich wunderschöne Landschaft. Ah. Ah, diese kleine Brücke. Das ist eine Wachmannsbrücke, okay. Moin. Gut, wir machen uns auf den Weg.
Hier ist nämlich der offizielle Weg. Jetzt, wo laufen wir hin? Ich glaube, ich laufe Richtung rechts. Richtung, ja, ich laufe mal nach rechts. Also in dem Fall einfach in den Westen. Also ist das jetzt von der Mod hier gerade, die ich installiert habe? Das sieht so richtig geil realistisch auch aus, finde ich, mit dem Nebel. Wirklich, extrem gut. Also ich habe hier ein paar Mods installiert. Einfach für, auch für Optisches. Also nicht übertrieben viel. Einfach so, um das ein bisschen zu verschönern, weil man kennt Skyrim ja so ein bisschen schon. Dieses Let's Play wird natürlich anders. So, Kurier. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Ja. Zeit für Geplauder. Ja, halt's Maul. Weitergehen. Man kennt Skyrim ja schon. Bei mir wird's richtig geil, weil wir werden hier ein richtig heftiger Wikinger und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, hau ich mal ein paar Mods drauf. Ja. So, was hast du hier? Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Ein vereinigtes Kaiserreich ist das Beste für uns alle. Er will nach Einsamkeit in die Armee. Die Kaiser... Ich kenne diese Geschichte. Hier ist nämlich ein Streit zwischen Kaiserlichen und zwischen den Stormänteln. Und die Kaiserlichen lassen hier irgendwie die Dunkelelfen, die hier alles... Ich weiß nicht, irgendwie Dunkelelfen, die hier alles versauen. Mit ihren Gedanken gut dulden. Und die Stormäntel wollen, dass dieses Land den Nord gehört und den Nord bleibt. Und dass sich genauso... Drum schließen wir uns natürlich den Stormänteln an. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade spontan wegen dieser Typen Lust, mich den Stormänteln anzuschließen. Ich will mich den Stormänteln anschließen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wir müssen nach Windhelm, um zu den Stormänteln zu kommen. Aber vorher noch ein Zitat. Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit. Die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckeligen Kaiserlichen haben sich von beiden losgesagt, als sie von den Talmor kuschten. Ein Zitat von Herrn Stormantel. So, wo ist jetzt Windhelm? Windhelm. Das ist da oben rechts. Das ist fucking weit. Fucking weit, gerade merke ich. Ich will zu den Stormänteln, unbedingt. Und allein dieser Weg nach Windhelm wird schon übelst krass, weil wir haben einfach nur eine scheiß Axt in der Hand. Aber wir müssen. Ich will dieses Land verteidigen. Ich habe nichts. Ich bin ein mittelloser Mann momentan. Ich streife durch das Land und durch das Leben. Und ich brauche eine Aufgabe. Oh, scheiße. Lauf. Ich bin noch zu schwach für die, glaube ich. Schnell. Oh, scheiße. Oh, shit. Warte, es hat hier zwei Gegner. Komme ich da hoch? Wenn ich hier hochkomme, hau ich sie um. Ich muss an die Treppe. Oh, das wird gefährlich. Hier ist die Treppe. Ja, die hau ich um, die Alte. Komm, das ist eine Frau. Wo ist sie jetzt? What the fuck? Da oben, oder was? Ja. Was wollt ihr machen? Hau um die Frau! Ihr habt gemacht! Weg da mit dir! Weg mit dir! Eisenpfeil, Lockpick. Langbogen. Diese komischen Leute, weg mit denen. Okay, es war nur ein kleines Lager. Das war jetzt doch kein Problem für mich. Ich hatte mich bis unterschätzt. Aber es ist hier eine gefährliche Gegend, wie man sieht. Hinterhältige Banditen überall. Vor allem, wenn man alleine ist, hat man also keine Chance nicht, aber wenig Chancen. So Skiver. Hier ist ein bisschen komische Übersetzung. Weil das halt mit Mods ist, die machen teilweise Englisch, teilweise deutsche Begriffe rein, aber das ist jetzt nicht das Problem, finde ich. Dafür, dass sie die Grafik so richtig verschönern. Zum Beispiel diese schönen Lampen hier, glaube ich auch ein Teil der Mod sogar. Die Licht in der Nacht hierher bringen, was ich wichtig finde. Dafür kann ich das echt in Kauf nehmen.
Wer bist denn du? Ork. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Du Kotzetrinker, was willst du? Ihr solltet nicht so mit mir reden. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Bergauf, Nau. Das werdet ihr bereuen. Piss dich. Ah, du Stock. Oh, der hat auch noch ein Schild. Egal, ich hau den weg. Ah, diese dämlichen Orks. Und nochmal. Ja. Ja. Oh, du Fotze, Alter. Das war eine Fotzenaktion. Ich ergebe mich. Typisch Ork. Diese Niederrassigen. Niederrassige Orks, ich nehme deine verdammte Rüstung. Deinen scheiß Streitkolben kannst du in den Po schieben. So. Sehr schön. Da haben wir direkt schon mal die richtige Kleidung. Perfekt, wir haben alles. Und in die rechte Hand nehmen wir unsere Axt. Schild und Axt. Perfekt. Ich habe auch Lust, irgendwie in die Richtung Kampf zu gehen, weil ich bin halt ein Nord. Also ich mache da nichts mit Heilung und oder Verzauberungszeug und so Scheiß. Also das können die anderen machen. Das ist nichts für mich. Ich bin eher so der körperliche Typ. Aber was ich noch installiert habe, ist eine Mod, die hilft, ein bisschen die Perks zu stärken. Also ich bekomme pro Level Up irgendwie ein bisschen mehr Perk-Punkte hinzu, also Skill-Punkte. Da zieht sich das Spiel nicht so lange hin mit diesen ganzen Skill-Punkten-Scheiß immer. So, wir sind gleich sogar ein Helden, hä? Ich überlege gerade, Helgen, war das nicht die Stadt, wo niedergebrannt wurde vom Drachen? Beginnt in Helgen nicht auch die Hauptquest? Sonst nehmen wir die gleich noch mit, wenn wir jetzt schon hier sind. Weil da wir einen alternativen Start haben. Jo. Da wir einen alternativen Start haben, müssen wir die Quest sozusagen alternativ aktivieren. So. Ihr braucht etwas? Verbrannte Leiche. Oh, scheiße. Hier ist irgendwas Schlimmes passiert, hä? Hab ich jetzt die Quest schon aktiviert, oder was? Tritt der kaiserlichen Armee bei... nee. Live another life. Genau, ich bin jetzt... Genau, ich glaube, ich nehme das mal hier mit. Hier muss man irgendwie... irgendwas einsammeln, was die Quest dann aktiviert, sozusagen. Das sieht schon entspannt aus, mein Hintergrund hier. Ist auch echt warm hier in der Taverne, wo ich hier gerade bin. So. Genau, hier läuft man ja sogar am Anfang durch, das weiß ich auch noch. Aha, da muss ich irgendwie hin. Da um die Ecke. Und das triggert dann die Quest, die Hauptquest. Hier verlaufen sich sogar die Tiere. Hey. Also mal schauen. Was gibt's dort für mich? Eine Leiche? Ja, der Körper sieht verbrannt aus. Lies die Notiz. Ja. Helgen ist abgebrannt. Die Drachen sind hier. Drachenattack. Also quasi der Start wird ja einmal kurz erklärt. Und jetzt habe ich auch damit, Riverwood, Flusslauf. Damit habe ich die Hauptquest jetzt aktiviert. Und dann ist jetzt das schon mal in Ordnung. Für später einfach, dass wir das schon mal haben. Aber die Hauptquest feiere ich jetzt. Die habe ich schon mal zweimal durchgespielt. Die muss ich jetzt nicht schon wieder spielen. Deswegen möchte ich gerne mal so die Sachen machen,
zu dem man nicht so viel kam in Skyrim. Unter anderem eben mal den Sturmmänteln beizutreten, um mal den kaiserlichen Schuh in den Arsch zu treten. Ich wäre da jetzt so gerne in echt gerade, muss ich sagen. Wirklich so extrem, ich fühle das so heftig. Die Bäume, die Kälte, die Luft, das ist, oh, diese kalte, klare oder feuchte, nebelige Luft, einfach so wunderschön. Einfach purer Frieden ist hier. Es ist so schön. Oh. Die Tiere laufen hier noch rum, frei. Skyrim ist einfach so ein geiles Winterspiel, finde ich. Wirklich, ich spiele es am liebsten jetzt im Winter. Diese Atmosphäre einfach, das kann man nicht in Worten beschreiben. Es hat hier sehr viele Bäume. Ist das nicht auch die Mod? Ist einfach geil aus, richtig realistisch. Ich möchte gerne zu den Steinen, der da oben auf der Karte ist. Weil der gibt mir was, also da kriege ich bessere XP sozusagen. Finde ich nicht ganz unwichtig. So, mal gucken, wie meine Fuck, Alter, hier kann ich nicht einfach so runter. Ich speichere mal. Bevor ich hier einfach falle. Sehr schön. Bisschen klettern. So, hier ist ein Bergwerk sogar, sehe ich gerade auf der Minimap. Da muss ich jetzt nicht reinlaufen. Boah. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ist das aber eine Überraschung? Ja, ist gut. Ja gut, wir können es auch prügeln. Ich habe kein Problem mit. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Ja! Ich bin doch recht stark. Ich dachte, ich bin schwächer, muss ich ehrlich sagen. Lauf ich jetzt? Soll ich? Komm, ich lauf mal rein. Der war jetzt so schwach. Ich muss ehrlich sagen, da traue ich mich dann doch da rein, wenn die schon so schwach sind. So, was habe ich denn hier? Ich bin Stufe 1. Zweihändig 20. Habe ich jetzt durch eine Mod irgendeinen Vorteil? War das nicht immer alles 15? Ich habe keine Ahnung gerade. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich spiel einfach. Mir geht es mehr um die Atmosphäre, um dieses Wikinger-Gefühl. Dieses richtig geile Gefühl, was man dabei hat. Wenn man diese Höhle betretet. Für Olaf kein Problem hier zu sein. Olaf macht sich keine Sorgen. In dieser Mine. Oh, ein Hinterhalt. Oh, wirklich ein böser Hinterhalt. Es gibt hier sogar kleine Pilze. Ich bin nur mal ein bisschen neugierig. Ich hätte etwas gehört. Wow, sieht hier recht groß sogar aus. Die fallen ja gleich um schon. Guck mal, der hat einen Zweihänder. Zack. Ja! Hau ihn weg. Bis jetzt? Sehr gut. Vielleicht nehme ich auch noch eine zweite Axtball in die Hand. Boah, sieht das schön aus hier. Ein Topf. Kann ich hier schlafen eine Runde? Ja. Ich muss auch mal ganz dringend pissen und schlafe hier einmal ganz kurz. Bis gleich. Olaf ist wieder da. Weiter geht's. Er hat sich entleert. Sein Met musste wieder raus. Und solange diese Höhle mir keinen großen Schaden macht, habe ich auch kein Problem, hier rumzulaufen. Weil bis jetzt sind hier echt nur Waschlappen und Muschis. Und gerade groß ist die Höhle auch nicht. Oh, wobei, da sehe ich was. Da öffnet sich dann ein Tor. Ist hier etwa doch ein Geheimgang, der diese Höhle größer macht? Oh, ein Schalter. Oh yeah, Baby. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Wenn es dir gefallen hat, unterstützt mich mit einem Abo, gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Teil. Heil Odin! Ciao!